Bunte zum Dresdner Sozialticket. Einreicher ist Fraktion Die Linke. Wie üblich 10 Minuten Rederecht. Und Herr Scholbach, bitteschön. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, in dieser Stadtratssitzung wird die Kooperation aus Linken, Grünen, SPD und Piraten gemeinsam weitreichende sozialpolitische Beschlüsse fassen. Zum einen werden wir heute nach vielen, vielen Jahren hartnäckigen Ringens endlich ein richtiges Sozialticket, das den Namen auch verdient, in Dresden einführen. Und zum zweiten werden wir mit der Mietpreisbremse einen weiteren wichtigen Schritt gegen die steigenden Wohnungsmieten gehen. Wir handeln damit im Interesse großer Teile der Menschen in Dresden. Und dennoch gibt es Parteien, die sich nicht entblöden, uns angesichts dieser im Interesse der Allgemeinheit liegenden Entscheidungen rot-rot-grüne Klientelpolitik vorzuwerfen. Wissen Sie, ich will Ihnen darauf antworten, für das Klientel der Mieterinnen und Mieter, für das Klientel der ärmeren Menschen, für das Klientel der einfachen Bürgerinnen und Bürger, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, setzen wir von der Linken uns ein. Das ist eine unserer wesentlichen gesellschaftlichen Aufgaben. Dafür haben wir von den Wählerinnen und Wählern den Auftrag erhalten. Und im Gegensatz zu anderen Parteien verstehen wir uns ausdrücklich nicht als Interessenvertreter einzelner Immobilienhaie, ausgewählter Hoteliers oder bestimmter Werbe- und Eventagenturen. Meine Damen und Herren, in Dresden leben zurzeit über 71.000 Menschen in Armut. Das sind nicht die Zahlen der Linken, sondern offizielle Angaben der Stadtverwaltung. Und viele dieser Menschen können sich die Fahrpreise für Bus und Bahn kaum oder auch gar nicht leisten. Und wenn man am Leben, am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt teilhaben will, etwa an den kulturellen Ereignissen oder schlicht Freunde besuchen möchte oder Behördengänge zu erledigen hat, dann ist man darauf angewiesen, bezahlbar von A nach B zu gelangen. Und deshalb ist das Sozialticket so wichtig für Dresden. Es schafft für viele Menschen eine reale Erleichterung im täglichen Leben und es leistet einen Beitrag für den sozialen Ausgleich in unserer Stadt. Wir haben viele Jahre vergeblich darum gekämpft, ein Sozialticket, das den Namen auch verdient, in Dresden einzuführen. Wir sind immer wieder am Widerstand von CDU und Co. damit gescheitert. Und heute nun werden wir mit der Mehrheit von Linken, Grünen, SPD und Piraten im Interesse der Menschen das Sozialticket auf den Weg bringen. Zum 1. November wird es dann Realität in Dresden. Meine Damen und Herren, es gibt eine Person, die sich durch ihren langjährigen Einsatz für das Sozialticket besonders verdient gemacht hat. Deshalb will ich das hier auch mal würdigen. Das ist nämlich die Dresdner Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping. Und ich freue mich sehr, dass sie hier heute im Stadtrat anwesend ist und unsere Debatte verfolgt. Meine Damen und Herren, ich komme zur zweiten wesentlichen Thematik, die heute hier im Stadtrat auf den Weg gebracht werden soll. Und das ist die Mietpreisbremse. In Dresden wohnt die große Mehrheit der Menschen zur Miete, nämlich 85% sind Mieterinnen und Mieter. Und seit dem vergangenen Jahr ist nun die Durchschnittsmiete in Dresden erstmals seit der Wende über dem bundesdeutschen Durchschnitt angelangt. Eine Entwicklung, die vielen Mieterinnen und Mietern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich es in aller Deutlichkeit ansprechen: Der Totalverkauf der städtischen WOBA im Jahr 2006 war ein schwerwiegender politischer Fehler der damaligen Mehrheit im Stadtrat. Und ich will eine zweite schwerwiegende
Fehlentscheidung treffen. Und das war die Abrisspolitik. In Dresden wurden allein in den vergangenen 15 Jahren über 7.900 Wohnungen abgerissen, subventioniert vom Freistaat Sachsen. Und hätte man dieses Geld für die Sanierung und Modernisierung statt für die Zerstörung von Wohnungen ausgegeben, wir bräuchten uns heute kaum über Wohnungsmangel und steigende Mieten verständigen. Meine Damen und Herren, vor allem bei dem Abschluss von Mietverträgen, bei dem Neuabschluss von Mietverträgen wird kräftig zugelangt. Da zieht also einer aus der Wohnung aus, am nächsten Tag zieht jemand anders ein und dann zahlt der gleich mal einige hundert Euro mehr, obwohl sich an der Wohnung nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Und da setzen wir mit dem Antrag, in Dresden eine Mietpreisbremse einzuführen, an. Wir haben bereits im vergangenen Jahr damit begonnen. Im vergangenen Jahr haben wir für Bestandsmietverträge eine Mietpreisbremse beantragt. Das liegt jetzt bei der sächsischen Staatsregierung. Und jetzt werden wir das für die Neuverträge durchsetzen. Und, meine Damen und Herren, wir werden natürlich auch in Kürze, und zwar genau am 6. August 2015, unser Versprechen erfüllen und werden dann gemeinsam die Weichen für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zur Neubildung eines kommunalen Wohnungsbestandes stellen. Es gibt einen erheblichen Bedarf an neuem und preiswerten Wohnraum in unserer Stadt. Die Stadt muss endlich ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und gewährleisten, dass für alle Menschen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Und dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft sowohl kostendeckend arbeiten und gleichzeitig soziale Aspekte berücksichtigen kann, beweisen unzählige kommunale WOBAs in der gesamten Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, Dresden braucht eine vernünftige Sozialpolitik. Wir werden heute zwei wesentliche Beschlüsse fassen: das Sozialticket und die Mietpreisbremse. Und dafür arbeitet diese Stadtratsmehrheit gemeinsam. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir steigen jetzt ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt heute die AfD-Fraktion. Herr Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger. Mobilität für alle Menschen, das klingt nach einem tollen Plan. Dieser soll verwirklicht werden mit Hilfe des Dresdner Sozialtickets. Denn Mobilität ist wichtig, auch für sozial Schwache. Das sieht die AfD-Stadtratsfraktion ebenso. Die Lebenshaltungskosten werden auch weiterhin steigen, daher ist Ihre eingereichte Antragsbegründung nachvollziehbar. Die bisher gewährten Rabatte durch das Sozialticket sind jedoch nicht an die jährlichen Preissteigerungen der Fahrtkosten gekoppelt und fallen demnach jedes Jahr niedriger aus. Schauen wir uns die Zahlen etwas genauer an. Bisher musste für das Sozialticket zwischen 75% und 84% des Nominalpreises bezahlt werden. Durch Ihren Antrag werden zukünftig nur noch 75% des Normalpreises zu entrichten sein. Besonders bei den Abo-Monatskarten sind die Ersparnisse für sozial Schwache groß, aber damit auch die Belastungen für den kommunalen Haushalt. Fast eine halbe Million prognostizierte Mehrausgaben bei den Abo-Monatskarten. Insgesamt steigen die Kosten für Dresden um über 700.000 Euro pro Jahr an. Für die Bürger, die den Dresdner öffentlichen Personal- und Nahverkehr nutzen und kein Sozialticket in Anspruch nehmen oder in Anspruch nehmen können, wird die Mobilität hingegen noch teurer. Und hier sieht unsere Fraktion das Problem. Die Kunden zahlen mit ihren Fahrkarten den Zuschuss der DVB mit, der dem der Landeshauptstadt entspricht. Wer jedoch über den Personenkreis der Leistungsbezieher von sozialen Hilfen hinaus anspruchsberechtigt auf den Dresdner Pass und damit einhergehend für das Sozialticket ist, lässt sich für den einfachen Bürger kaum übersehen. Dazu heißt es in der Richtlinie zur Gewährung des Dresdenpasses unter § 2 Absatz 3, ich zitiere: Wenn kein Leistungsbezug nach Nummer 1 Buchstabe A bis C vorliegt, ist die Anspruchsberechtigung in der Regel auch gegeben, wenn A das nach §
82, 83, 84 des Sozialgesetzbuches, 12 in Verbindung mit der Verordnung zu § 82 SGB 12, bereinigte Einkommen einer Einzelperson oder der Bedarfsgemeinschaft, die maßgebenden Regelbedarfe der Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 27, 27a, 28 SGB 12 in Verbindung mit dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 SGB 12 in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich 10%, zuzüglich der Kosten der Unterkunft und Heizung und zu berücksichtigender Mehrbedarfszuschläge gemäß SGB 12 unterschreitet und b. das vorhandene Vermögen der Einzelperson oder der Bedarfsgemeinschaft die Grenzen gemäß § 90 SGB 12 in Verbindung mit der Verordnung zu § 12 90 Absatz 2 Ziffer 9 SGB 12 nicht übersteigt. Alles klar? Alles klar? Sie sehen, bestes Bürokratendeutsch. Kein normaler Mensch kann, wenn er nicht Leistungsempfänger sozialer Hilfen ist und dennoch nur über geringe finanzielle Mittel verfügt, selbstständig herausfinden, ob er den Dresdner Pass beantragen und somit in den Genuss des Sozialtickets gelangen kann. Ich wiederhole, den Menschen, insbesondere Familien, die trotz Arbeit nur knapp über den Freigrenzen liegen, tun sie damit keinen Gefallen. Für diese werden Mobilitätskosten höher und die Verdienstanreize geringer. Aber hier geht es mal wieder um eine großzügige Umverteilung, mit der Sie sich und anderen mehr Gerechtigkeit versprechen. Aber Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt stärker und immer stärker belasten. Immerhin hat die rot-grün-rote Gestaltungsmehrheit in weiser Voraussicht die dafür benötigten Haushaltsmittel ja bereits im Dezember letzten Jahres bewilligt, um diese Wohltat umsetzen zu können. Abschließend bleibt die Hoffnung der AfD, dass all die Menschen, die von günstiger Mobilität profitieren, diese auch produktiv und effektiv und letztendlich für alle gewinnbringend für sich und die Stadt Dresden einsetzen. Dankeschön. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Getschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Schollbach, danke für Ihre Rede. Sehr wichtig muss es Ihnen das Thema Aktuelle Stunde Sozialticket Dresden Design. Sie sind schon wieder weg, Frau Leitschnig, sind Sie bei Ihrer Parteivorsitzende, sich die nächsten Anweisungen zu holen. Wie die Kooperation von Linken, SPD, Grünen und Roten Piraten funktioniert und wie sie bei der Bevölkerung ankommen, haben wir am letzten Sonntag gemerkt. Herr Schollbach, führen Sie weiter solche populistischen Reden. Nicht einmal das Thema dieser Aktuellen Stunde ist es Ihnen wert, Ihre Redezeit voll dazu auszunutzen. Sie führen, kommen zum sozialen Wohnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie vielleicht hätten auch noch über das schöne Wetter der letzten Tage reden können. Aber so ist es. Populismus sind wir von dieser jetzt hier im Rat gestaltenden Mehrheit gewöhnt. Herr Schmählich, gerade die Grünen und die SPD wundert mich, dass da früh der Spiegel noch nicht platzt, wenn Sie in den Spiegel schauen, dass Sie sich so hinter Herrn Spolbach und seinen Genossen verstecken. Wie gesagt, die Wähler haben es gezeigt. Sie haben seit der Kommunalwahl über 10% der Wählerstimmen verloren. Machen Sie weiter so. Wir auf der rechten Seite freuen uns schon drauf. Gestatten Sie, zum Sozialticket zu sprechen. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, werden den Vorschlag zum Sozialticket, der ja am Punkt 4 dann nachfolgt, ablehnen. Nie, weil wir auch denken, dass Mobilität für die Dresdner ein wichtiger Aspekt ist, aber die ganze Diskussion kann man natürlich so führen, wie es Herr Vogel gerade gemacht hat, dass man die Paragraphen führt. Genauso kann ich mir vorstellen, zu diskutieren, Mobilität für alle umsonst. Auch das ist ein guter Ansatz. Es gibt in gewissen Städten gibt es diese Aktivität auch. Seit einem Jahr wissen wir aber, wie dieser Stadtrat funktioniert. Rot-Rot-Grün und die versprengten Piraten haben ihre Agenda aufgestellt, machen in den Ausschüssen eigentlich nur noch Zeit absitzen, ignorieren den rechten Rat. Aus dem Grund, wie gesagt, werden wir gar nicht mehr gefragt. Wir können uns auch bei solchen Positionen zur Mobilität von Bürgerinnen und Bürgern nie mit einbringen.
wie gesagt, es gibt immer eine Grenze, wo genau Leute vielleicht gerade aus dem Dresdenpass rausfallen, die kriegen dann, bezahlen dann alles voll. Es gibt andere, die könnten es nutzen, müssten es ihren Kindern zur Verfügung stellen, nutzen es trotzdem nicht. Wie gesagt, es gibt viele Aspekte, die man zu Mobilität, zu einem wirklichen Motivation zur besseren Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel aktivieren will. Dann müsste man aber eine breite Diskussion in der gesamten Bevölkerung führen, was ist vielleicht wirklich von den Dresdnern gewünscht, nicht nur von sozial Schwachen. Vielleicht gibt es auch eine Mehrheit, die sagen, wir wollen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Kinder und Jugendliche freistellen, vielleicht ältere Bürger besser einzubeziehen. Sie machen Ihre Klientelpolitik, wie es Herr Scholbach vor uns auch gerade gesagt hat, machen Sie das weiter. Der Erfolg ist Ihnen garantiert. Wir haben es letzten Sonntag gesehen. Danke. Als nächstes die CDU-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Kindheit habe ich gelernt, man soll nur versprechen, was man auch halten kann. Und bevor man etwas verspricht, sollte man sich erstmal genügend Gedanken darüber machen, dass das Versprechen auch leistbar ist. Schnell ist in ein Wahlprogramm der Satz geschrieben, Dresden führt ein Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr ein, welches maximal 50% der regulären Fahrpreise kostet. Nun, die Linke will ihr Wahlversprechen halten, komme da und koste es, was es wolle. Da werden keine Fragen gestellt, woher das Geld kommt, das damals so großzügig durch den rot-rot-grünen Beschluss am 11. Dezember 2014 für die Ausweitung des Sozialtickets auf 1,24 Millionen Euro erhöht wurde. Bei der Gelegenheit vielleicht auch der Hinweis, der Dresdenpass wurde 1994 durch die CDU-Fraktion eingeführt und hat damals einen Haushaltsmittelansatz von 250.000 Euro gehabt. Aktuell nutzen etwa 30% der Anspruchsberechtigten das Ticket. Auf der Basis dieser Zahlen findet letzten Endes auch hier die Kalkulation statt. Es werden auch keine Fragen gestellt, wo denn das Geld am Ende fehlt, das für die Erfüllung dieses Wahlkampfversprechens hergenommen wird. Es werden erst recht keine Fragen gestellt, was mit der noch stärkeren Subventionierung der Mobilität für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger erreicht werden soll. Was soll das bewirken? Besuchsfahrten zu Freunden, wie auf der Seite der Linken unter S wie Sozialticket und auch von Herrn Scholbach heute gesagt zu lesen ist, fördern zwar die Teilhabe am persönlichen Leben, wohl aber nicht das, was ich unter gesellschaftlichem Leben verstehe. Fahrten zur Arbeit werden finanziell bereits gestützt. Soziale Leistungen, insbesondere dann, wenn sie freiwillig sind, können meinem Verständnis nach nur Hilfen zur Selbsthilfe darstellen. Gesellschaftliches Leben heißt für mich fördern und fordern. Fragen Sie sich doch mal, wie fair die heute hier von Ihnen angestrebte Subventionierung gegenüber der alleinerziehenden Mutter zweier Kinder ist, die sich beruflich wie privat stark engagiert und deren Einkommen im unteren bis mittleren Segment liegt. Das heißt oft nur knapp über der Grenze, die ihr Zugang zu allen Sozialsubventionen verschaffen würde. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen aus ganz persönlicher Erfahrung sage, dass in den Momenten, wo man dann solche Beschlüsse liest, wie Sie sie hier vorbereitet haben, ganz kurz darüber nachdenkt, ob es nicht ein Fehler ist, jeden Morgen aufzustehen und 12 bis 14 Stunden arbeiten zu gehen. Als Stadträte sind wir verpflichtet, uns also sehr genau anzuschauen, was mit den uns anvertrauten Geldern passieren soll. Und zuerst einmal gründlich zu prüfen, welche Auswirkungen denn außer einem vermeintlichen Imagegewinn des Wahlkampfversprechers eine solche kostenintensive Maßnahme hat. Welches Ergebnis soll erreicht werden und ist diese Maßnahme gerecht allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber? Beachten wir auch unsere Verpflichtung, die Balance unseres Haushalts zu sichern. Uns allen hier sind die großen Probleme, ganz besonders im Bereich Soziales, bekannt. Ich nenne hier nur die Stichworte Sozialberatung, Jugendhilfe, Kita-Plätze und Schulen. Es gibt unserer Meinung nach dringendere Baustellen als die Subventionierung der Subventionen. Die CDU steht klar für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Haushaltsmitteln. Wir geben Geld dann aus, wenn es auch vorhanden ist, und für eine gerechte Verteilung von Forderung und Förderung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Herr Schmählich.
Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist klar, dass an einem solchen Thema wie dem Sozialticket die konservative Seite anfängt, mit sehr seltsamen Argumenten oder gar keinen Argumenten uns vorzuhalten, dass es um Ideologie und um Klientelpolitik geht. Worum geht es beim Sozialticket? Es geht um gesellschaftliche Teilhabe, um nicht mehr und um nicht weniger. Und für uns Grüne ist das Mobilitätsticket deshalb auch von besonderer Bedeutung, weil es einerseits die Unterstützung eines klimafreundlichen, umweltfreundlichen Verkehrsmittels bedeutet. Das ist eine interessante These, Herr Böbekorn, über die wir in Ruhe mal reden. Ja, also das Mobilitätsticket hält die Menschen vom Fahrradfahren ab. Ich glaube, Fahrradfahren als freiwilliges Entscheidung des Menschen ist gut, aber wenn man im Grunde genommen nur Fahrrad fahren muss bei jedem Wind und Wetter, weil man sich nicht öffentlichen Nahverkehr leisten kann, genau deshalb wird es diese Form des Mobilitätstickets geben, weil, meine Damen und Herren, es ist nicht nur aus grüner Sicht die Förderung des richtigen Verkehrsmittels, sondern es ist eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, das Sozialticket ist ein Instrument, nicht das Instrument. Und weil wir mit diesem Sozialticket nicht erreichen können, dass alle Menschen, die es vielleicht auch nötig hätten, vielleicht preiswert am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen können, ist es doch ein Instrument der Ermöglichung. Es ist ein Instrument zur Distanzüberwindung. Und damit ist es auch ein Instrument, in einer großen, wachsenden Stadt Menschen zueinander zu bringen. Und wenn wir übrigens auch nach langen Beratungen mit der DVB, wo wir auch natürlich Abstriche, Kompromisse auch gemacht haben, und das sehen Sie ja am Ende auch in dem Ergebnis, und werfen Sie uns deshalb nicht vor, dass wir sozusagen jetzt nicht in allen Bereichen dieses Instrument, also des Sozialtickets mit 50% belegt haben. Wir haben es aber vor allen Dingen in dem Bereich, wo Menschen angewiesen sind auf Mobilität. Menschen, die zum Beispiel auch jeden Tag arbeiten gehen, aber eben nicht genug verdienen, weil sie aufstocken müssen, haben wir gerade für die Menschen mit dem Abo-Ticket, mit der Ermäßigung auf das Abo-Ticket, eine Möglichkeit geschaffen, eben genau diese Notwendigkeit zur Wahrnehmung von Mobilität zu einem erschwinglichen Preis hinzubekommen. Und darauf sind wir stolz. Grüne, SPD und Linke haben auch versucht, auf Landesebene 2010 durch einen gemeinsamen Antrag sachsenweit ein Mobilitätsticket nach vorne zu bringen. Es ist natürlich gescheitert, wie man das nicht anders erwarten konnte, an FDP und CDU. Aber es ist in der Tat auch notwendig, über die Frage nachzudenken. Und das ist natürlich auch schade, dass wir in einem Großverbund innerhalb der VVO es eben noch nicht hinbekommen haben, ein Ticket anzubieten, das den Menschen, die auch über die Grenzen Dresdens hinausfahren, hier sozusagen ein echtes Sozialticket anbieten können. Aber auch daran sehen Sie, dass diese Gestaltungsmehrheit mit wirtschaftlicher Vernunft gearbeitet hat. Wir haben nämlich auch in dem Bereich die öffentlichen Zuschüsse für das Sozialticket praktisch dort eingefroren, wo auch die Zuschüsse sind für das stadtinterne Ticket. Deshalb ist es bedauerlicherweise noch nicht gelungen, für diejenigen, die im Umkreis dieses Ticket wahrnehmen, hier auch Konditionen zu schaffen, die 50% entsprechend wie das Mobilitätsticket, was wir im Abo-Bereich anbieten. Kurzum, wir glauben, dass wir mit diesem Mobilitätsticket das fortsetzen, und das will ich auch mal in aller Deutlichkeit sagen, was ja in dieser Stadt angefangen wurde. Es ist ja nicht die Einführung des Sozialtickets, sondern es ist die konsequente Fortsetzung dessen, was auch durchaus durch Sozialbürgermeister Seidel ja auch mal in Angriff genommen wurde. Aber jetzt ist es zumindest konsequent in den Fragen umgesetzt worden, wo es um die Nutzung dauerhafter Mobilität geht. Und deshalb werden wir einen Schritt weiter sein. Das ist keine Klientelpolitik, sondern es ist eine soziale Politik, die uns meines Erachtens in einer Großstadt wie Dresden gut zu Gesicht steht. Und ich freue mich, dass wir heute diesen Schritt tun. Zum Abschluss der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Herr Triefs. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste.
Gesellschaftliche Teilhabe hat eine Voraussetzung. Und diese Voraussetzung heißt Mobilität. Denn egal, ob ich auf Arbeit fahre, ob ich zu meinem Ehrenamt fahre, ob ich zu Freunden fahre, ich muss mobil sein. Für Menschen mit geringem Einkommen bedeutet das, dass gesellschaftliche Teilhabe auch bezahlbare Mobilität beinhalten muss. Und genau diesem Thema nehmen wir uns heute zum wiederholten Male im Dresdner Stadtrat an. Und genau daran arbeiten wir, dass das für diese Menschen in Zukunft besser wird. Denn wenn man sich anguckt, wenn man sich die Historie anguckt, die das Sozialticket in Dresden schon hat, muss man feststellen, bereits 2009 hat unter anderem die SPD-Fraktion in einem interfraktionellen Antrag ein 50-prozentiges Sozialticket, eine Prüfung eines 50-prozentigen Sozialtickets für Dresden gefordert. Das ist leider an der CDU-geführten Mehrheit am Ende gescheitert und wir haben ein Sozialticket bekommen, was eine 20-prozentige bzw. 30-prozentige Rabattierung vorgesehen hat. Ich finde, das ist auch ein Punkt, da kann man gut sehen, dass Wahlen dann doch was ändern, denn jetzt mit der neuen Gestaltungsmehrheit kommen wir dem Auftrag, den wir 2009 gegeben haben, endlich nach und führen ein Sozialticket mit 50% Rabattierung ein. Hinzu kommt, dass die bisherige Rabattierung nicht prozentual abgesichert war, sondern in Festpreisen und dementsprechend sich durch die jährlichen Preissteigerungen bei der DVB in den letzten Jahren auch immer weiter reduziert haben, sodass wir bisher im Moment von nur einer Rabattierung von etwa 25% sprechen können. Da ist es doch schon ein großer Schritt, jetzt die Abo-Monatskarten zu 50% zu rabattieren und auch die Barmonatskarte und die Viererkarte, da heben wir die Rabattierung an und helfen so Menschen mit geringerem Einkommen besser mobil sein zu können. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, mit denen wir sehr konstruktiv diesen Prozess gestaltet haben, mit denen wir mehrere Gesprächsrunden dazu hatten und am Ende auch zu einem, wie ich finde, guten gemeinsamen Ergebnis gekommen sind. Angesprochen wurde ja auch schon, dass wir dieses Sozialticket bereits im Haushalt ausfinanziert haben. Die CDU tut zwar so, als wäre deswegen der Haushalt nicht ausgeglichen. Ich glaube, da hat die Landesdirektion uns was anderes bestätigt und dementsprechend halte ich das auch für durchaus vernünftig finanziert. Insgesamt schaffen wir es mit diesem heutigen Beschluss, endlich den 50% Rabatt für das Sozialticket umzusetzen und auch Menschen mit geringem Einkommen, was auch ältere Menschen sind, was arbeitslose Menschen sind, was Asylsuchende in Dresden sind, eine bezahlbarere Mobilität zu gewährleisten. Und ich finde, das ist ein wichtiger und guter sozialpolitischer Schritt. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Herr Seidel. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich zu Anfang bei der Fraktion Die Linke bedanken, dass Sie mir hier zu meiner letzten regulären Stadtratssitzung nochmal die Möglichkeit geben, zu einem sozialpolitischen Thema zu sprechen, vielleicht auch so ein Stück weit in der Ausweitung, so wie Sie es vorhin getan haben, Herr Scholbach, wo ja nur ein Teil Ihrer Redezeit auf dieses Thema Sozialticket vorhin bei Eröffnung der Aktuellen Stunde darauf verwandt wurde. Mich hat ein Stück weit gewundert, dass Sie meinten, dass Sie das Sozialticket einführen wollten. Insofern bin ich Herrn Schmählich dankbar, aber auch Herrn Drews, dass Sie nochmal richtig gestellt haben, worum es eigentlich hier geht in diesem Antrag, der nachher behandelt wird. Wir haben seit dem 01.01.2011 in Dresden ein Sozialticket, und zwar beschlossen damals im Dezember 2010 durch eine Mehrheit im Stadtrat, die nicht nur diese Seite des Stadtrates umfassen hat, sondern auch diese Seite des Stadtrates. Und das ist, denke ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was auch dazu führt, dass man vielleicht diesen Punkt nochmal auf die Füße stellen kann. Wir haben eine Regelung damals eingeführt, der eine oder andere hat das vorhin schon ausgeführt, die eben genau diese Differenziertheit an Mobilitätsnotwendigkeiten bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit berücksichtigt hat. Ich kann mich gut daran erinnern, war glaube ich im September 2008 das erste Mal in einer Sozialausschusssitzung, ganz frisch nach meiner Wahl damals, und damals wurde diskutiert über eine Erhebung, über eine Umfrage der TU zur Nutzung dieses sogenannten Wertmarkenverfahrens, was es damals ja auch schon gab, einen kleinen Rabatt, den man in einem sehr umfangreichen auch sehr aufwendigen Verwaltungsverfahren dann umsetzen konnte, wo die DVB einen Anteil bezahlt hat, den Hauptteil aber die Stadt
Wir haben dann in 2 Jahren aufgrund der Ergebnisse dieser Umfrage kontinuierlich an dem gearbeitet, was wir seit dem 01.01.2011 als Sozialtarif hier in dieser Stadt haben. In dieser Zeit sind die Nutzerzahlen von 8.300 Personen auf 9.500 gestiegen. In der gleichen Zeit sind die Dresdenpass-Empfänger von 24.500 auf 21.000 gesunken, sodass wir gerade bei den Erwachsenen, wenn man jetzt mal die Kinder weglässt, von fast 50% der Erwachsenen ausgehen können, die einkommensschwach sind. Sozialschwach gefällt mir immer nicht in diesem Zusammenhang, sondern die einkommensschwach sind und das Sozialticket mit seinen Tarifen in dieser Zeit nutzen. Das, was Sie jetzt tun, ist, dass Sie die Mittel, die eingesetzt werden, verdoppeln. Das kann man machen, aber der Effekt ist nicht, dass Sie damit Mobilität ermöglichen, sondern Sie rechnen ja damit, dass maximal 600 zusätzliche Nutzer kommen. Für die kann man das so rechnen, aber auch denen kann ich im Monat 150 Euro in die Hand geben. Dann würde ich nämlich diese über 1 Million, die Sie insgesamt pro Jahr mehr ausgeben, auch unter die Leute bringen. Es geht also primär nicht darum, dass Sie mit dieser Form dieses Sozialtickets, wie Sie es jetzt beschreiben, zusätzliche Mobilität in dieser Stadt generieren, sondern dass Sie für diejenigen, die dieses schon nutzen, diese Kosten verringern. Das kann man tun. Ich habe mir heute mal angeschaut, wie viel im derzeitig aktuellen Regelsatz bei Hartz IV das Thema Verkehr ausmacht. Das sind 25,14 Euro. Die neue Abo-Monatskarte kostet jetzt 24,50 Euro. Das heißt, wir sind knapp, ganz knapp, unter dem Verkehrsanteil des Regelsatzes in Hartz IV. Auch das kann man tun. Man muss nur dazu sagen, es ist nicht kommunale Aufgabe, zwingend dieses zu tun. Das kann man machen, wenn man seine Pflichtaufgaben erledigt hat. Und Frau Walter hat ja vorhin einige Beispiele gebracht. Ich glaube, da stehen noch einige Hausaufgaben vor uns, nicht nur im Sozialbereich, sondern im gesamtstädtischen Bereich, wenn es darum geht, die Mittel, die wir zur Verfügung haben und vor allen Dingen die beschränkten Ressourcen auch so einzusetzen, dass sie zielführend sind. Ich will damit sagen, dass auch in diesem Bereich natürlich man etwas tun muss und etwas tun kann, um Mobilität auch zu vernünftigen Preisen zu gestalten. Wenn es aber dazu führt, dass man bei doppeltem Mitteleinsatz nur 6% der Nutzerzahlen erhöht, dann ist das aus meiner Sicht eben kein effektiver Einsatz von Finanzpolitik in diesem Bereich mit einem sehr marginalen Effekt in den sozialpolitischen Wirkungen. Und das kann man sich, glaube ich, nicht unbegrenzt leisten. Und das wäre eine Botschaft, die ich Ihnen auch gerne für die Zukunft mitgeben möchte. Gestatten Sie mir trotzdem noch 2 Sätze, auch vielleicht zum Thema Wohnen, weil das auch ein sozialpolitisches Thema ist. Man kann ja manchmal denken, dass es hier in Dresden eine sozialpolitische Wüste gibt. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, was wir in den letzten 7 Jahren im Übrigen in großer Gemeinschaftlichkeit hier im Stadtrat und mit der Verwaltung in den meisten Fällen gestalten konnte. Aber wir haben nun mal in Dresden rechtssichere Kosten der Unterkunft. Das ist eine Größenordnung, eine Ausgabenposition von 110 Millionen Euro pro Jahr, wo von über 30.000 Menschen, 35.000 Menschen in dieser Stadt profitieren, die Hartz-IV-Empfänger sind, noch mehr die Grundsicherungsleistung beziehen, insgesamt mit den Kindern 50.000 Personen. Wir sind die einzige Kommune, die rechtssichere KDU hat, und wir sind eine von 3 Kommunen bundesweit. Es hat also nichts mit politischen Mehrheiten zu tun. Es hat auch zum Glück nichts mit politischen Entscheidungen zu tun, weil wir konnten das in den letzten Jahren rein aufgrund wissenschaftlicher und fachlicher Arbeit in den letzten 4 Jahren erarbeiten. Auch das ist für mich ein wichtiger Punkt, und da möchte ich auch an Sie insgesamt im Stadtrat appellieren, dass Sie solche Arbeit auch in Zukunft ermöglichen und dass es nicht vorkommt, dass man Themen ideologisiert, sondern dass man fachinhaltlich an den Dingen arbeitet, vor allen Dingen auch im Sozialbereich, wie wir das in den letzten Jahren hier in dieser Stadt aus meiner Sicht sehr, sehr gut tun konnten. Es gibt immer Möglichkeiten zu verbessern, das ist überhaupt keine Frage, aber letztendlich ist es weniger ein politischer Wille. Ich glaube, dieser politische Wille war in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren schon da, sondern es ist immer auch ein Wille von Ressourcen. Und wir haben ja zum Beispiel vorhin ein Tagesordnungspunkt, und damit bin ich dann noch am Ende, ein Tagesordnungspunkt vertagt in dieser Stadtratssitzung, wo es darum ging, auch perspektivisch Einnahmen zu generieren. Auch das gehört natürlich dazu, wenn man im Sozialbereich Ausgaben beschließt, dass man am Ende auch dafür sorgen muss, dass es für diese Ausgaben entsprechende Einnahmen im städtischen Haushalt gibt. Darauf möchte ich Sie an dieser Stelle auch noch hinweisen, weil das wird gerade in Zukunft, wenn wir uns die Herausforderungen gerade im Kita-Bereich, aber auch in anderen Bereichen angucken,
umso wichtiger sein, um auch seriös die Dinge finanzieren zu können, die sozialpolitisch notwendig sind und nicht die zu finanzieren, die vielleicht wünschenswert sind, aber wo Pflichtaufgaben, die sonst nicht umgesetzt werden können, gegebenenfalls darunter leiden. Vielen Dank. So, damit der Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde, absolviert. Wir kommen zum